Verehrte Edith, du fuchsteufelsgeile Hure. Lesen Sie weiter. Du bist eine verrottete alte Fotze. Und du bist ein stinkendes Miststück. Letztlich ist es wohl nur Eifersucht. Ich denke, das wissen wir. Liebe deinen Nächsten, das habe ich versucht. Ich treffe nur deine Eier! Sie ist vulgär. Edith, ich bin's nicht gewesen. Ich glaube, wir klagen eine Unschuldige an. Ein weiblicher Polizist? Sehen Sie nur, ein fliegendes Schwein. Meine Tochter wartet auf mich. Warum sollte ich das riskieren? Du willst Geficke in die Nasenlöcher, du alter Mistkäfer! Mistkäfer? Na schön. Ich sagte, wenn Sie sich nochmal in den Fall einmischen, nehme ich Sie fest. Im Gefängnis trifft Rose auf Gleichgesinnte. Auf Kriminelle, meinen Sie? Nicht unter den Mördern und Vergewaltigern. Ich habe eher an Trinker und warme Brüder gedacht. Ich suche das Positive. Hey! Du dumme alte Hexe, du scheißschlüpfrige, scheißalte Schlampe! Wozu was schreiben, wenn ich's einfach sagen kann? Über dich würde ich schreiben, du siehst aus, als hätte Queen Victoria sich eine Scheißbrennnessel in ihre Scheißmöse reingeschoben. Du stinkst nach Sperma und Scheiße und wenn du kochst, sieht das aus, als hätte ein Schaf das ausgeschissen. Besser. Höchste, ich habe einen Plan. Your eyes are full of hesitation. Wir werden sie auf frischer Tat ertappen. Was würde dein Mann denken? Mein Mann ist tot, Ray. Er denkt daher nicht mehr viel. Ich mag dich, Rose. Ich hasse sie! Du erträgst die Vorstellung nicht, dass ich fortgehen könnte. Ich werde sie verlieren. Das lassen wir nicht zu. Diese kleinen schmutzigen Briefe. Ich sorge dafür, dass jeder erfährt, was ich weiß. Muss wohl Deutsch sein. Yes, sir. I can boogie. I can boogie.